Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es wieder um ein Cold Case, zwar um ein Tötungsdelikt aus dem Jahr 1984. Opfer ist die damals 60-jährige Irma Busch. Der Fall ist auch als Luzi-Mord bekannt. Tattag war Donnerstag, der 23. August 1984. Vorgestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung am 7. Juni 1985. Stattgefunden hat die Tat im Naturschutzgebiet Luzi. Zur Tatzeit befand sich das Naturschutzgebiet im niedersächsischen Grenzgebiet zur DDR. Das Gebiet umfasste ungefähr 8 Quadratkilometer und diente den Bewohnern der umliegenden Orte, aber auch Ausflüglern aus Hamburg, Uelzen, Lüneburg und Berlin als Erholungsgebiet. Das Opfer war, wie gerade eben schon erwähnt, die 60-jährige Witwe Irma Busch. Sie lebte alleine in einer Mietwohnung in Lüchow. Ihr Mann verstarb 1978. Aber sie bekam relativ häufig Besuch von ihrer Tochter, einer jungen Finanzbeamtin, die ebenfalls in Lüchow wohnt. Um ihre Rente etwas aufzubessern und vor allen Dingen etwas Abwechslung zu haben, hat sich Irma Busch eine Beschäftigung als Verkäuferin in einem Strickwarenladen gesucht. In der Darstellung bei Aktenzeichen Y sah das aber nicht aus wie ein Strickwarenladen, sondern eher wie ein ganz normales Kleidergeschäft. Ich denke mal vornehmlich für Frauen. Nur nebenbei mal erwähnt. Irma Busch war in Lüchow eine stadtbekannte Erscheinung. Nicht zuletzt wegen ihrer Vorliebe für das Fahrrad. Nahezu täglich unternahm sie ausgewählte Touren, unter anderem auch ins Naturschutzgebiet Luzi. Am Tattag, Donnerstag, den 23. August 1984, ist sie am Vormittag wie üblich in dem kleinen Laden an der Hauptgeschäftsstraße in Lüchow. Für den Abend hat sie einen Besuch bei ihrer Tochter geplant. Dort soll zusammen mit ein paar Freunden gegrillt werden. Sie hat ihrer Tochter schon zugesagt, dass sie kommen wird und extra dafür ein paar Bratwürste besorgt. Im Nebengeschäft von dem Strickwarenladen befand sich zu dem Zeitpunkt, zu der damaligen Zeit, ein Fischladen. Die dortige Verkäuferin hat sich mit Irma Busch ein bisschen angefreundet. Und sie kann an diesem Tag bei Irma Busch nichts Außergewöhnliches feststellen. Weder sagt sie irgendetwas oder noch zeigt sie irgendein anderes Verhalten als sonst. Dennoch könnte irgendetwas eingetreten sein, das Irma Busch veranlasst hat, den Laden früher als gewöhnlich zu verlassen. Normalerweise schließt sie das Geschäft um 13 Uhr für 2 Stunden. Das war in der Zeit damals so, war es dann tatsächlich so, dass die meisten Läden dann auch in den Fußgängerzonen um 13 Uhr zumachten und um 15 Uhr machten sie dann wieder auf bis 18 Uhr. An diesem Tag, also so den 23. August, geht sie jedoch schon um 12.15 Uhr in die Mittagspause, also 45 Minuten früher als sonst. Dann begibt sie sich wohl zu ihrer Wohnung, die nur wenige Minuten vom Geschäft entfernt ist. Hier holt sie, wie gewöhnlich in der Mittagspause, ihr weißes Fahrrad, ihr Fernglas und ihre Mundharmonika. Dann macht sie sich auf den Weg zum Naturschutzgebiet Luzi. Dort wird sie dann von mehreren Zeuginnen gesehen. Das erste Mal um 13.35 Uhr. Irma Busch fährt, so wie man sie in Lüchow kennt, mit Hut, fliegendem Kleid und Schal, Mundharmonika spielend durch das Waldgebiet. Die zweite Wahrnehmung wird von ein paar Frauen gemacht, die im Wald arbeiten. Diese Sichtung war um 16.10 Uhr. Zu dieser Uhrzeit hätte sie aber längst im Geschäft sein müssen.
da sie dies normalerweise wieder um 15 Uhr öffnet. Das letzte Mal wird sie dann um 18.50 Uhr gesehen. Auch diese Zeugin ist sich sicher, dass es Irma Busch war, die die Kreisstraße entlang fuhr. Bis heute kann sich niemand erklären, warum die als sehr pflichtbewusst geltende Irma Busch vermutlich den ganzen Nachmittag durch das Naturschutzgebiet Luzi geradelt ist und keine Anstalten machte, in ihr Geschäft zurückzukehren. Gegen 20.15 Uhr sieht eine Autofahrerin in der Luzi am Rande der Straße ein verwaistes Fahrrad stehen. Mit großer Sicherheit das Fahrrad von Irma Busch, die um diese Zeit eigentlich schon bei ihrer Tochter beim Grillen sein wollte. Die Tochter beginnt sich langsam Sorgen zu machen, weil es bereits dunkel ist, und versucht es bei zu Hause telefonisch, ob sie eventuell noch dort ist. Aber sie erreicht ihre Mutter nicht. Als sie dann ihre Mutter auch am Folgetag in der Wohnung nicht antrifft, geht sie zur Polizei und erstattet Vermisstenanzeige. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auf und nimmt erst einmal die Wohnung im Beisein der Tochter in Augenschein. Auf dem Tisch liegt noch die aufgeschlagene Tageszeitung vom Donnerstag, dem Tag ihres Verschwindens. Ihre Tochter berichtet, dass sie die Zeitung vom Freitag im Briefkasten gefunden hat und damit ihre Mutter am Donnerstag das letzte Mal in ihrer Wohnung war. Ebenso gibt die Tochter an, dass auch das Fahrrad ihrer Mutter nicht da ist. Die Tochter befürchtet, dass ihre Mutter auf ihrer Fahrradtour mit dem Fahrrad gestürzt ist und jetzt irgendwo hilflos liegt. Sie selber war mit ihrem Freund bereits durch die Luzi gefahren, konnte ihre Mutter aber nicht finden. Es werden seitens der Polizei umgehende Suchmaßnahmen eingeleitet. Daran beteiligt ist auch die Hubschrauberstaffel aus Hannover. Unter anderem wird auch nach ihrem Fahrrad gesucht. Dies war ja am Tag zuvor an der Kreisstraße gesehen worden. Danach war es verschwunden. Aber die Suche nach Irma Busch bleibt erfolglos. Auch ihr Fahrrad wird nicht gefunden. Schließlich muss der Einsatz von der Bereitschaftspolizei, der Hubschrauber- und Hundestaffel ergebnislos abgebrochen werden. 3 Wochen später, am 18. September 1984, sind dann in einem anderen Gelände, etwa 5 Kilometer südlich vom Naturschutzgebiet, 3 Arbeiter damit beschäftigt, den Wald auszuforsten. Dabei entdeckt ein Waldarbeiter zuerst ein altes Küchenmesser und kurz darauf die sterblichen Überreste einer Frau. Dabei handelt es sich um Irma Busch. Wie der Rechtsmediziner später feststellte, wurde sie sexuell missbraucht, erdrosselt und dann mit einem Messer grausam zugerichtet. In einem Forum schreibt ein Schreiber darüber, dass ihr die Brüste mit einem Messer abgetrennt wurden. Allerdings konnte dieser dazu keine konkrete Quellenangabe machen. Es ist also nicht sicher, ob es tatsächlich so war. Die Polizei ist sich nach den Untersuchungen, so sagte der Kommissar in der Nachbesprechung bei Aktenzeichen Y, ist nach der Untersuchung des Falls sicher, dass es sich um einen krankhaft veranlagten Täter handelt. Das würde natürlich die gerade eben genannten Informationen aus dem Forum unterstützen. In der Sendung wird dann also in der Nachbesprechung wird dann weiterhin berichtet, dass auch alle Gegenstände, die Irma Busch bei sich hatte, nicht wiedergefunden wurden. Also die Tasche, wo sie ihre Sachen drin hatte, ihre Kleidung, ihr Hut, die Mundharmonika, der Schal, 2 Schlüsselbunde fehlten, glaube ich, auch. Also, es war alles weg. Allerdings gab es keine Informationen, ob ihr Fahrrad jemals wieder aufgetaucht ist. In vielen Foren wird der Fall mit den sogenannten Göhrde-Morden in Verbindung gebracht.
Wer jetzt mit dem Begriff nichts anfangen kann, eine kurze Erklärung zu den Fällen. Innerhalb weniger Wochen wurden zwei Paare im selben Waldgebiet der Göhrde von wahrscheinlich demselben Täter getötet. Die zweite Tat fand statt, während die Kriminalpolizei etwa 800 Meter entfernt Spuren der ersten Tat sicherte. Das Waldgebiet wurde danach über lange Zeit von Spaziergängern und Ausflüglern gemieden. Fast 30 Jahre lang blieb der Kriminalfall ungeklärt. Auch heute ist die Tat nur teilweise geklärt und insgesamt hat es sich zu einem sehr komplexen Fall entwickelt. Wenn ihr mögt, kann ich auch gerne mal ein Video dazu machen. Aber kommen wir zurück zu dem Fall von Irma Busch. Sie hat ja an diesem Tag das Geschäft 45 Minuten früher verlassen als üblich und ist nicht wieder ins Geschäft zurückgekehrt, obwohl sie als pflichtbewusst galt. Auch bemerkte ja die befreundete Verkäuferin aus dem Nebengeschäft nichts Außergewöhnliches an ihr. Was könnte also der Grund sein? Dazu muss man noch einmal anmerken, dass sie sicher auch am Nachmittag in der Luzi gesehen wurde, und zwar alleine. Die Polizei hält es aber nicht für ausgeschlossen, dass sie sich für diesen Tag mit jemandem in dem Naturschutzgebiet verabredet hat. Das könnte durchaus sein, denn Irma Busch hat auf Kontaktanzeigen geantwortet und auch selber welche aufgegeben. Allerdings muss dann bei der Planung bzw. der Koordination des Termins etwas schiefgelaufen sein. Denn sie hatte sich für den Abend zum Grillen bei der Tochter verabredet und dafür noch extra Bratwürste besorgt. Also war sie sich sicher, dass sie an diesem Abend zum Grillen geht. Also ist sie dann auch vermutlich nicht davon ausgegangen, dass dieses Treffen, sofern es stattgefunden hat, tatsächlich so lange dauert. Oder es kam halt erst sehr kurzfristig zustande. Vermutlich am Tag des Verschwindens. Dies könnte dann erklären, warum sie bereits um 12.15 Uhr das Geschäft verlassen hat. Unklar ist allerdings, ob sie dieses früher Verlassen des Geschäfts eventuell mit der Inhaberin abgesprochen hat. Also davon ist weder was in den Medien zu lesen, noch wurde darüber etwas bei Aktenzeichen Y berichtet. Aber anscheinend hat sie das wohl nicht abgesprochen, habe ich so ein Gefühl. Aber ein eventuelles Treffen mit jemandem, den sie aus einer Kontaktanzeige kennengelernt hat, erklärt nicht, warum sie nicht wieder zum Laden zurückkehrte. Denn sie wurde ja mehrfach alleine mit dem Fahrrad in der Luzi gesehen. Das Ganze ist schon recht merkwürdig, wenn man von der Theorie ausgeht, dass sie jemanden dort treffen wollte oder getroffen hat, dann hätte sie ja eigentlich mit jemandem gesehen worden sein müssen und nach dem Abschluss des Treffens hätte sie dann eigentlich auch den Laden zurückkehren müssen. Sie soll letztmalig um 18.50 Uhr alleine mit dem Fahrrad fahrend in der Luzi gesehen worden sein. Wenn sie, sagen wir mal, gegen 20 Uhr bei der Tochter zum Grillen sein will, hätte sie ja schon längst wieder im Geschäft sein müssen, um zumindest den Tagesabschluss der Kasse zu machen. Irgendwie passt das Ganze hinten und vorne nicht zusammen. Ich habe von meinem Gefühl her die dumpfe Ahnung, dass mit den Zeugenaussagen etwas nicht stimmt. Die Frage ist, stimmen die Uhrzeiten, an denen Irma Busch gesehen worden sein soll, wirklich so überein? Stimmen die Zeiten? Ist sie wirklich am Tag des Verschwindens zu dieser Uhrzeit gesehen worden? Haben die Zeugen wirklich Irma Busch gesehen? Wir haben es ja schon oft genug erlebt. Zeugen wollen jemanden gesehen haben, obwohl sich dann später herausstellte, dass die Person zu diesem Zeitpunkt gar nicht an diesem Ort war bzw. schon gar nicht mehr lebte. Auch das Fahrrad, welches gegen 20.15 Uhr gesehen wurde, muss nicht von Irma Busch stammen. Die nächste Frage ist, ob im Nachhinein der genaue oder der ungefähre Todeszeitpunkt festgestellt werden konnte. Leider gibt es zu diesem Fall kaum weitere Informationen, außer Spekulationen, so wie ich es jetzt gerade vor mir gebe.
Ob da eine Beziehung zu den Gördetaten besteht, kann man vermuten und ist vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn wenn der Täter krankhafte Triebe hat, wird es nicht nur bei einer Tat von ihm geblieben sein. Was ich im Internet noch zu dem Fall finden konnte, war eine kurze Information. Und zwar zum 25-jährigen, ich mag jetzt nicht sagen Jubiläum des Falls, gab es 2009 einen ausführlichen Artikel in der Online-Ausgabe der Elbe-Jettel-Zeitung zu dem immer noch ungeklärten Fall. Der Oberkommissar geht davon aus, dass dieser Fall nie aufgeklärt wird, da es keine Spuren gibt. Vor allen Dingen keine Genspuren, die im Nachhinein aufgearbeitet werden können. Gut, wenn ich mich recht erinnere, oder so wie es war, wurde ja ein Küchenmesser gefunden. Von einem der Waldarbeiter. Da müssten ja eigentlich irgendwelche Spuren dran sein. In der Aktenzeichen Y-Sendung hat er, also der Waldarbeiter, sich gefreut, als er das Messer fand und hat es in die Hosentasche gesteckt. Aber ich denke mir mal, dass dann dieses Messer, weil es auch in der Aktenzeichen Y-Sendung gezeigt wurde, ja irgendwie in die Asservatenkammer gekommen ist. Und ich denke mir mal, später hätte man dann, oder hat man hoffentlich, oder ich gehe mal eigentlich fest davon aus, dass man es dann auf Genspuren untersucht hat. Aber, so wie es da drin steht, da gibt es keine Genspuren. Oder man konnte aufgrund der damaligen Technik diese Genspuren noch nicht extrahieren. Ja, es ist schade, dass es halt nicht mehr Informationen zu dem Fall gibt. Ich denke mal, dieser Fall ist nicht wirklich unbekannt. Also ich konnte mich immer sehr, sehr gut dran erinnern. Vor allen Dingen waren immer so die Punkte, dass eine Frau mit flatterndem Kleid in einem Naturschutzgebiet rumfährt und Mundharmonika spielt. Also sie scheint eine sehr auffällige Person gewesen zu sein. Die Frage ist natürlich wirklich, wollte sie sich mit jemandem treffen? Oder, keine Ahnung, vielleicht musste sie einfach mal dementsprechend mal raus, hat deswegen eher Feierabend gemacht oder beziehungsweise den Laden verlassen. Und sie ist dort zufälligerweise auf jemanden getroffen. Das ist sehr schwierig zu sagen. Weil diese Zeitspannen oder diese Zeitabläufe, das ist irgendwie so unlogisch. Also wenn ich sag ja, wenn ich jemanden treffe oder treffen will, ich gehe deswegen extra ja eher aus dem Laden, dann sehe ich doch zu, dass ich später zum Feierabend zumindest noch in den Laden reinkomme und bin dann nicht immer noch am durch die Gegend radeln und auch wieder alleine. Also komisch der Fall, sehr, sehr komisch. Aber ich vermute mal, wie ich, das liegt wieder irgendwie in der Zeugenproblematik. Ne? Und wenn Irma Buschheim da 5 Kilometer entfernt aufgefunden wurde, denke ich mir mal, dass sie dann mit einem Auto dorthin transportiert worden ist. Und die nächste Frage, die sich stellt, ist dieses Fahrrad, was dort gesehen wurde von einer Zeugin gegen 20.15 Uhr, das Fahrrad von Irma gewesen? Wenn man da jetzt einmal so die Zeitabläufe sieht, muss es ja so gewesen sein, um 18.50 Uhr wurde sie noch gesehen. Um 20.15 Uhr steht ihr Fahrrad an einem Baum. Dann sagen wir mal, die Tat muss dann irgendwann zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr passiert sein. Es wäre dann natürlich noch interessant gewesen, wenn man gewusst hätte, wie weit die Entfernung ist zwischen dem letzten Sehen um 18.50 Uhr und der Sichtung des Fahrrades um 20.15 Uhr. Ja? Weil in diesem Zeitraum muss es dann ja irgendwie passiert sein. Oder beziehungsweise muss auf jeden Fall dann ihr Fahrrad verlassen haben. Aber es kann natürlich von jemandem auch ganz anderes sein Fahrrad gewesen sein. Oder wenn sie so lange schon unterwegs war, dann hat man ja auch mal ein Bedürfnis.
Vielleicht hat sie das Fahrrad einfach nur abgestellt und hat sich dann erleichtert. Es sind so viele merkwürdige Punkte, wenn man sich das mal genau anguckt. Dann kann es natürlich sein, dass der Täter vielleicht erst einmal mit dem Fahrrad nach Hause geradelt ist und hat dann die sterblichen Überreste am nächsten Tag erst abgeholt mit dem Fahrrad, mit dem Auto und hat es an die andere Stelle verbracht. Es muss ja auch kein Unbekannter gewesen sein. Es kann ja auch ein Bekannter von ihr gewesen sein, den sie getroffen hat. Ich würde sehr, sehr gerne in dem Fall wirklich einfach mal so da die Ermittlungen sehen, also die Ermittlungsakten und sehen, was dort so alles passiert ist. Okay, ich höre jetzt mal auf zu spekulieren. Ich habe mal wieder mehr spekuliert, als über den Fall berichtet. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Fall haltet, ob ihr den Fall kennt, ob er vielleicht sogar in eurer Nähe passiert ist, ob ihr vielleicht ein paar weitere Informationen habt. Damit danke ich mich erstmal fürs Zuhören oder Zuschauen. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video sage ich erst einmal Tschüss.